Aber ich schätze, es wird nicht länger als 2 Stunden dauern. Wie mir Herr Wöller heute mitgeteilt hat, erwartet er das Gutachten vom Denkmalamt. Es hat lange genug gedauert und ich befürchte, dass sich die Herren alle Mühe gegeben haben, zu beweisen, dass unser Kloster Kaltental von Grund auf sanierungsbedürftig ist. Ich möchte euch bitten, in einem stillen Gebet den Herren um die Geduld und die Kraft zu bitten, dass wir auch diese schwere Prüfung bestehen können. Falls Sie zu den Nonnen wollen, die sind noch in der Kapelle. Ja, ich bin um 8 Uhr verabredet. Ich müsste nur mal kurz mit einer gewissen Schwester Lotte reden. Dauert nicht lang. Ich auch. Welche ist es denn? Keine Ahnung. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie sind Frau Schrader. Und Sie sind sicher Schwester Lotte. Ja, die Mutter Oberin hat sie mir schon angekündigt. Ach, Sophie, könntest du bitte die Frau Schrader ins Büro rüberbringen? Ich komme dann gleich nach. Ja, bitte hier lang. Grüß Gott. Max Stürmlinger. Schwester Hildegard meinte, ich könnte mich hier ruhig mal umschauen. Ah, Sie sind der Film... Produzent, genau. Wir haben die Rechte am Tagebuch einer Nonne erworben und sind auf Motivsuche. Aber der Film spielt doch in Frankfurt. Ach, wissen Sie, bei Romanverfilmung spielt das keine Rolle. Ja. Dann sehen Sie sich doch einfach mal um. Ich habe leider noch zu tun. Kein Problem. Aber nach meiner Besichtigung darf ich Sie vielleicht noch mal stören? Ja. Wer ist denn die Dame? Die Frau Schrader. Die Steuerberaterin, die wir von der Mutter Oberin bekommen haben. Und wieso? Das haben wir doch auch immer ganz locker hingekriegt. Vielleicht zu locker für die Mutter Oberin. Die immer. Was? Heute? Wieso erfährt man sowas nicht früher? Ich weiß überhaupt nicht, ob ich es schaffe, bis 12 in München zu sein. Naja, im Zweifelsfall wird es sich schon melden. Du, ich muss jetzt Schluss machen. Ich habe einen Termin. Also, bis heute Abend. Ja, ich dich auch. Das sind die Unterlagen der letzten paar Jahre. Bis auf die Klostergeistproduktion und die Wochenendseminare, die machen wir drüben auf dem Computer. Was? Geht's Ihnen nicht gut? Entschuldigen Sie. Darf ich mich hinsetzen? Ja, sicher. Wollen Sie einen Klostergeist? Ja. Gut. Wohlbekommt's. Also Ihnen kann ich das sagen. Ich habe gerade erfahren, dass mein Mann heute erst im Gefängnis entlassen wird. Oh. 7 Jahre hat er gekriegt. Wegen Steuerhinterziehung. Und weil er nicht verraten wollte, wo er das Geld versteckt hat. Jetzt haben sie ihm 2 Jahre erlassen, wegen guter Führung. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Jeder Mensch hat das Recht auf eine zweite Chance, oder? Ich habe inzwischen meine Kanzlei hier aufgebaut in Kaltental. Und Sie wissen ja, wie das so ist in einem Dorf.
Das geht rum wie ein Lauffeuer. Dazu kommt, dass ich einen neuen Partner gefunden habe. Er ist Filialleiter bei der Sparkasse hier. Und wir haben zwei Kinder. Und Ihr Mann weiß nichts davon. Das ist in der Tat eine schwierige Situation. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wann wird er entlassen? Heute, um 12 in München. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich hingehen soll. Wenn ich ihm das alles sage, dann... Oh Gott. Ich an Ihrer Stelle würde es ihm gleich sagen. Es kommt ja sowieso heraus. Können Sie nicht mitkommen? Vielleicht wird es dann nicht ganz so schlimm. Ich? Ja. Na gut. Ich muss eh nach München. Wir können uns vor dem Gefängnis treffen. Also, das wäre... Danke. Danke, Schwester. Bitte, bitte. Kommen Sie denn damit klar? Ich glaube, hier blicke ich schon durch. Ich muss noch mal schnell ins Rathaus. Nur zum Verständnis für das Gespräch nachher. Sie haben doch vor, den Vater Ihrer Kinder zu heiraten, oder? Ja, natürlich. Bis jetzt war ich zu feig, die Scheidung einzureichen. Und Horst kann unglaublich jähzornig sein. Ich habe gedacht, ich habe noch 2 Jahre Zeit. Wir wollten woanders hinziehen und ein neues Leben anfangen mit den Kindern. Mein Gott, ist das ein Durcheinander. Wir kriegen das schon hin. Jähzornig. Schwester? Ja. Kann ich auch drinnen ein paar Aufnahmen machen? Ja, aber nur unten, nicht oben in der Klausur. Alles klar. Und noch eine kleine Frage. Vorhin in der Kapelle, Ihr Gesang. Ja. Naja, Ihre Stimmen und das schlichte Harmonium dazu, irgendwie sehr anrührend. Danke. Haben Sie denn schon mal daran gedacht, das aufzunehmen? Als CD, meine ich? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Sagen Sie das nicht. Ich habe mal eine CD gehört von irischen Nonnen. Die war auch ganz simpel, aber sehr gefühlvoll. Die Leute mögen sowas. Und wir brauchen sowieso passende Musik für unseren Film. Da ginge das in einem Aufwasch. Nein. Warum nicht? Sie haben noch nichts zu verlieren. Doch, unseren guten Ruf. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Oje, oje. Ja? Grüß Gott, Frau Laban. Ja, Schwester Lotte. Herr Wöller ist nicht da. Seit seine Katze verschwunden ist, ist er völlig hinüber. Das wundert mich aber, er passt doch auf Sie auf wie auf seinen Augapfel. Er hat Sie gestern zum Ochsen mitgenommen und im Auto gelassen. Oh Gott, auch das noch. Das Gutachten vom Denkmalamt. Können Sie mal aufmachen? Sind über 60% der Baustruktur einsturzgefährdet und zur derzeitigen Nutzung untauglich, wie aus den beiliegenden bautechnischen und statischen Unterlagen hervorgeht. Ich hole uns erstmal einen Kaffee. Das ist doch das Letzte. Über 60%. Unser Kloster besteht seit über 500 Jahren und wird auch weiterhin bestehen. Ich muss das der Mutter Oberin zeigen. Darf ich eine Kopie machen? Ja, sicher. Unglaublich, nicht? Was soll ich dazu sagen? Wöller möchte sein Kongresszentrum und der Huber sitzt ihm im Nacken. Ich wollte ja schon lange ein Gegengutachten machen lassen, aber die Mutter Oberin meint, sie möchte noch abwarten. Meinen Sie... Meinen Sie, dass Sie das Gutachten eine Woche verlegen könnten? Also unterschlagen kann ich es nicht. Aber ich könnte es ja ganz unten in seinen Eingangskorb legen. Er hat seit Tagen schon keine Post mehr gelesen. Sehr gut. Sie sind ein Engel, Frau Laban. Man tut, was man kann. Als Bürger dieser unserer Gemeinde
Kann ich von der Polizei erwarten, dass sie aktiv wird, wenn ich eine Vermisstenanzeige aufgebe? Selbstverständlich. Aber nur, wenn es sich um vermisste Personen handelt. Für entlaufene Katzen, Hunde und Kanarienvögel sind wir leider nicht zuständig. Mausi ist nicht entlaufen. Ja, es besteht der Verdacht, dass sie entführt worden ist. Gekidnappt? Also, Herr Wöller. Ja, wie sonst kann sie aus meinem Wagen verschwinden? Ich habe hinten das Fenster und einen ganz kleinen Spalt aufgelassen, damit sie frische Luft kriegt. Na schön. Wenn ich eben andere Dienstgrade in Ihrem Laden bemühen müssen. Bitte, wenn Sie sich unbedingt lächerlich machen wollen. Aber unser Chef ist auf Schulung in München und ich muss jetzt los. Ich hab deine Katze. Was? Wenn ich nicht innerhalb von 24 Stunden eine verbindliche Zusage des Gemeinderates darüber erhalte, dass das Kongresszentrum gebaut wird und ich den Auftrag erhalte, dann... Aber hast du sie noch alle? Und solltest du hier mit der Polizei auftauchen, kann ich dir sagen, weiß ich von nichts. Und du wirst deinen Liebling nie wiedersehen. Dann landet Mausi nämlich in irgendeiner Betonmischmaschine auf immer und ewig. Hermann! Ich hab die Schnauze voll, Wolfgang. Und ehe meine Firma hops geht, lasse ich die ganze Sache auffliegen. Und so schnell kannst du gar nicht laufen, dass du von dem Dreck, der dann hochgeht, nichts mitkriegst. Ende. Hermann. Herr Wöller? Geht nicht jetzt. Ich wollte Ihnen einen Deal vorschlagen bezüglich des Denkmalamtes. Was? Wenn Sie unseren Antrag unterstützen würden, dass wir erst in ein, zwei Jahren unser Kloster... Kommt überhaupt nicht in Frage. Renovieren... Dann würde ich Ihnen auch helfen, Ihre Katze wiederzufinden. Sorry. Ich habe Mausi schon gefunden. Sie stehen im Wege. Wie? Wo Mausi ist? Lass mich mit dem Bürgermeister mal kurz alleine. Wieso? Der kann ruhig hören, was ich dir zu sagen habe. Du Unmensch. Was sage ich denn? Das trifft ja für dich gar nicht zu, Mensch. Und hier. Anstatt hier so rumzubrüllen und den Affen zu machen, da solltest du lieber sehen, dass wir den Auftrag an Land ziehen. Wo ist meine Katze? An einem sicheren Ort. Und da bleibt sie auch. Bis die Nonnen aus dem Kloster ausgezogen sind. Du hast die Katze gar nicht. Gib's zu. Wenn du möchtest, kann ich ihr ein Ohr abschneiden oder den Schwanz. Dann kann ich sie dir schicken. Jeden Tag ein kleines Stück. Ich habe ein Foto von ihr. Da. Mit der Zeitung von gestern. Du kannst sogar das Datum darauf erkennen. Das ist nicht Mausi. Kauf dir doch eine neue, wenn du deine eigene Katze nicht erkennst. Du Unmensch. Wieso? Die ist doch zufrieden. Gestern hat sie ein Riesenstück Leber verputzt. Hermann, bitte. Nein, Wolfgang. Das Gutachten vom Denkmalamt muss jeden Tag eintreffen. Damit hältst du mich doch seit Wochen hin. Und wenn es drauf ankommt, dann ziehen dich die Rechtsverdächtigen aus München sowieso wieder über den Tisch. Dagegen kommen die nicht an. Das hat der Pfister mir in die Hand versprochen. Bitte. Erst den Auftrag. Gut. Ich kann noch anders. Ich auch. Ich kann dir zum Beispiel dein geliebtes Tierchen hier portionsweise mit der Post nach Hause schicken lassen. Das wirst du noch bereuen. Du bist mir vielleicht einer. Dem Wöller hilfst du. Mir schickst du eine Plage nach der anderen. Dabei hättest du gut laufen können. Wir dürfen unseren Klostergeist wieder verkaufen. Und die Einnahmen aus dem Roman von Schwester Hildegard läppern sich. Dazu die Filmrechte. Und wenn wir jetzt noch eine CD machen und du vielleicht ein bisschen mithelfen könntest, dann... Dann haben wir doch die Unkosten für die Renovierung drin. Zumindest für die wichtigen Reparaturen. Was meinst du? Ja, ich weiß, wir müssen noch ein bisschen üben. Aber wir könnten ja unser Repertoire erweitern. Zum Beispiel eine CD mit Weihnachtsliedern. Zu deinem Geburtstag?
Oder eine CD mit Marienliedern. Ja. Ich weiß Bescheidenheit. Dann bring mich jetzt bitte halt nach München. Und steh mir bei, wenn ich mit Frau Schrade ihren Mann aus dem Gefängnis abhole. Ja, Schatz, hör zu. Fahr doch schnell mal in eine Apotheke und besorg mir so ein Katzenfell, was die gegen Rheuma verkaufen. Weißt du, es muss aber ein rot-weiß gestreiftes sein. Nein, ich hab keinen Rheuma, jetzt frag nicht, sondern gib Gas und hol eins, ja? Meerstern, ich dich grüße, O Maria, hilf, Gottes Mutter süße, O Maria, hilf, Maria, hilf uns allen aus unserer tiefen Not. Rosen ohne Dornen, O Maria, hilf. Ah, das sind Sie also, die heiligen Hallen. Und das ist der berühmte Klostergeist? Ja. Möchten Sie mal probieren? Ja, sehr gern. Moment. Bitte sehr. Dankeschön. Und? Hervorragend. Man kann ihn auch zum Einreiben benutzen, bei Muskelschmerzen oder Muskelkater. Und als Rasierwasser? Wenn Sie Ihr Rasierwasser innerlich anwenden, schon. Also so tief bin ich noch nicht gesunken, aber kann ich so eine Kiste haben? Natürlich. Wir verkaufen den Schnaps, um damit die Renovierung hinzukriegen. Renovierung? Ja. Klingt ziemlich kostspielig. Dann verstehe ich nicht, warum Schwester Lotte nicht die Platte machen will. Welche Platte? Na, mit Ihnen und den Liedern, die Sie in der Kapelle immer singen. Wir? In die Hitparade werden Sie nicht kommen, aber ein paar Tausend pro Jahr kriegen Sie bestimmt unter die Leute. Oder mehr, mit ein bisschen Werbung. Entschuldigung, ich bin soweit. Die Ordner nehme ich mit. Würden Sie bitte Schwester Lotte ausrichten, sie kann mich auf meinem Handy anrufen. Die Nummer habe ich ans Telefon geklebt. Wiedersehen. Wiedersehen. Mach ich. Und sind Sie zufrieden mit unserer Buchführung? Ja, alles prima. Nur, Sie haben in den letzten Jahren zu viel Steuern bezahlt. Aber die hole ich Ihnen wieder raus. Ist jemand gestorben? Wie bitte? Wegen der vielen Blumen. Grüß Gott, ehrwürdige Mutter. Die sind von einem Verehrer von Schwester Hildegard. Wir können die armen Pflanzen doch nicht wegwerfen. Grüß Gott, Schwester Lotte. Wie sind Sie eigentlich mit der Steuerberaterin zufrieden? Ach, das weiß ich nicht. Frau Schrader hat eine Menge Probleme. Wieso? Ihr Mann wird heute aus dem Gefängnis entlassen. Gefängnis? Er saß 5 Jahre wegen Steuerhinterziehung. Ich war zufällig im Rathaus, als das hier ankam. Und Frau Laban hat es mir netterweise kopiert. Gefängnis, Unterschlagung. Wen hat mir Bischof Rossbauer da wieder empfohlen? Einen seiner Sozialfälle? Nein, die Frau hat damit überhaupt nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, sie möchte sich von ihrem Mann scheiden lassen. Denn sie hat mittlerweile mit einem anderen Mann 2 Kinder. Die behaupten, dass 60% der gesamten Klosteranlage einsturzgefährdet ist und nicht mehr bewohnbar. Moment. Ich möchte mir selbst eine Meinung bilden. Bitte. Also werden wir doch ein Gegengutachten in Auftrag geben müssen. Für das Geld kann ich uns an der Riviera ein Grundstück mit Meerblick kaufen und ein neues Kloster bauen. Aber setzen Sie sich doch. Nein, nein, ich kann ja leider nicht bleiben. Ich muss zum Gefängnis fahren. Ach so, ja, 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 ja. Richten Sie dem Herrn Bürgermeister einen schönen Gruß von mir aus. Und teilen Sie ihm mit, dass ich den Kurator der Münchner Liebfrauenkirche, Professor Dr. Dr. Henfling, für das Projekt gewinnen konnte. Ich hoffe, dass ihm das den Spaß gründlich verderben wird. Danke. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Bitte, Schwester Lotte, Sie müssen mir unbedingt helfen, diesen Wahnsinnigen zu stoppen. Schwester Hildegard, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Gibt es denn nicht irgendein Gesetz gegen Belästigung mit Blumen? Nicht, dass ich wüsste! Also dann
Mach's gut. Herr Schrader? Grüß Gott, ich bin die Schwester Lotte aus Kloster Kaltental. Grüß Gott. Hallo, Horst. Hallo. Das ist eine Überraschung. Wir müssen miteinander reden. Und allein hast dich nicht getraut. Ja, es gibt ein paar Probleme, die Sie miteinander klären sollten. Ja, hier. Gehen wir doch da runter. Wieso gehen wir nicht heim? Horst, ich habe inzwischen eine gut gehende Steuerkanzlei hier. Ja, und? Ach, und da passt dir ein Mann nicht, der im Knast war. Wegen Steuerhinterziehung. Bin nicht wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden, sondern wegen Unterschlagung von Steuergeldern, die mein Chef am Finanzamt vorbeigeschleust hat. Aber dich haben sie erwischt. Moment, Moment, das ist ja nicht das einzige Problem. Frau Schrader hat mittlerweile einen neuen Lebenspartner. Horst, ich habe 2 Kinder. Jetzt brauche ich ein Bier. Ein Weißbier mit Glas. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und wie haben Sie sich das vorgestellt? Zum Beispiel eine Pension kaufen. In Südfrankreich, in Sainte-Marie de la Mer. Von dem unterschlagenen Geld? Ich habe einem Dieb das Geld gestohlen. Aber das Geld ist nichts mehr wert. Wir haben jetzt Euro. Euro? Ich war zwar dumm genug, mich erwischen zu lassen, aber so dumm nun doch nicht. Ich habe das Geld in Dollar getauscht. Horst, ich möchte mich scheiden lassen. Bitte. Aber erst möchte ich den Herrn sehen, der jetzt in meinem Bett schläft. Herr Schrader. Das ist auch mein Haus. Wir haben es zusammen abgestattet. Oder? Ich zahle dir das Geld zurück. Ganz bestimmt. Jetzt brauche ich einen Schnaps. Tja, wo soll ich jetzt hin? Ich würde vorschlagen, Sie kommen jetzt erst ein paar Tage zu uns ins Kloster, bis Sie sich wieder eingelebt haben. Vom Knast ins Kloster. Na, servus. Dir nicht gut? Kind, du bist ja ganz blass. Mir ist nur ein bisschen schwindelig. Ich denke, es ist besser, ich schicke dich nach Hause und du legst dich hin. Kreislaufprobleme in der Schwangerschaft, die sind ganz normal. Aber du solltest dich schonen. Das geht schon wieder. Keine Widerrede. Ich sage in der Verwaltung Bescheid und du gehst und fragst Marie, ob sie dich schnell fahren kann. Ich morgen. Hab sowieso jetzt keinen Kopf dafür. Aber sobald das Einschreiben vom Denkmal ankommt, rufen Sie mich sofort an. Ja, ja. Ja, wo bleiben Sie denn, Mann? Also, wie ich gesagt habe, es geht um Kidnapping und Erpressung. Und Sie lassen mich stundenlang warten. Wenn Sie meinen Chef anrufen und er mich nach München zitiert, können Sie nichts anderes erwarten. Quatschen Sie keine Operetten, kommen Sie. Wohin? Ich habe Beweise. Und hören Sie auf, sich querzulegen. Von Mausi und blutig ist es auch noch. Den Kerl bringe ich um, aber vorher schneide ich ihm auch alle Ohren ab. Das ist ein Stück gegerbtes Katzenfell, wie es meine Oma immer um ihre Rheumaknie wickelt. Was? Und Blut ist das auch nicht, sondern ganz ordinärer roter Filzstift. Also halten Sie Ihre Serienkiller-Fantasien bitte etwas im Zaum. Rheumafell, ja? Da erlaubt sich einer einen bösen Scherz mit Ihnen. Ihre Fahndungsfotos hängen ja überall.
Es gibt einige hier im Städtchen, die nicht gut auf Sie zu sprechen sind. Trotzdem, das ist ein Korpusdelikt und hier sind sicher Fingerabdrücke drauf. DNA. Fahren Sie los mit Blaulicht, Martin. Also, wenn Sie bei mir mit wollen, dann setzen Sie den Helm auf, ja? Moment! Los! Ja! Hast du keinen Dienst? Oh, Felicitas hat mich nach Hause geschickt. Mein Kreislauf macht mir Probleme. Mhm. Oh Gott. Ist das arg schlimm? Was? Du musst dich sofort hinlegen. Komm, gib mir die Tasche. Sophie! Keine Widerrede. Du brauchst jetzt Ruhe. Jetzt hör aber mal auf. Damit ist nicht zu spaßen. Sag mal, haben wir eingelegte Gurken? Ja. Und Schokolade? Keine Ahnung. Sieht fast so aus wie im Gefängnis. Ich möchte Sie bitten, hier zu bleiben und keine Extratouren zu veranstalten. Kann ich Sie kurz sprechen, Schwester Lotte? Ja, sicher, aber nachher. Ich habe noch was zu tun. Zeig doch bitte dem Herrn Schrader eines unserer Gästezimmer. Er wird für einige Tage unser Gast sein. Na dann. Schwester Julia. Grüß Gott. Von Zelle zu Zelle. Jetzt? Ist das Gutachten da? Ja, aber die Mutteroberin wird es sicherlich abschmettern können. Wir werden ein Gegengutachten machen. Ach ja, der Herr, den Julia oben einquartiert hat, der wird ein paar Tage bei uns bleiben. Wer? Der Mann von Frau Schrader. Wieso? Warum bleibt er nicht zu Hause bei seiner Frau? Ach, Agnes, sei doch nicht immer so schrecklich kompliziert. Tu doch einfach, was ich dir sage, wenn er herunterkommen sollte. Dann biete ihm Kaffee und Kuchen an und sorge dafür, dass er hier so lange bleibt, bis ich wieder da bin. Ja? Ja. Lotte, wir haben gar keinen Kuchen. Dann backe ich eben ein. Ja. Ich hab dir Kräutertee gemacht, zur Beruhigung. Ihr tut alle so, als wäre ich todkrank. Dabei bin ich nur schwanger. Eben. Du musst dich schonen. Ich habe auch Musik mitgebracht. Ich habe nämlich gelesen, dass Musik auf Babys sehr beruhigend wirkt. Vor allem Mozart. Und du findest nicht, dass du etwas übertreibst? Hey, ich werde Tante. Das bin ich meiner Nichte schuldig. Oder Neffen. Sophie! Ja? Ich muss los. Wachhund spielen für Herrn Schrader. Wer ist Herr Schrader? Das ist zu aufregend für dich. Guten Appetit euch zwei. Noch nicht weiter, oder haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Huber, ich bin sicher, wir können das auch ohne Formalitäten aufklären. Wo ist meine Katze? Bei dir daheim ist sie nicht. Was, du warst bei mir zu Hause mit der Polizei? Deine neue Freundin hat uns reingelassen. Also haben Sie die Katze vom Herrn Bürgermeister oder nicht? Nein, und zum hundertsten Mal nein! Nehmen Sie diesen Irren fest, das ist Hausfriedensbruch! Herr Böller? Und was ist das hier? Ha? Scherz. Gute Freundin. Deine Scheißkatze! Und er hat ein Foto von ihr. Los, zeig's ihm. Ja, yeah. Aber das ist nicht Mausi, das ist Tarzan. Ja, die gehört der Tochter meiner Putzfrau. Was? Ja, die Viecher sehen alle gleich aus.
Das ist nicht Mausi? Nein, das ist nicht Mausi, ehrlich. Tja, Herr Böller, so oder so ähnlich soll auch das Hornberger Schießen ausgegangen sein. Aber falls das ein Scherz gewesen sein soll, ich kann darüber nicht lachen. Aber vielleicht mein Chef, wenn er ein detailliertes Protokoll zu lesen kriegt. Wollen Sie mit oder wollen Sie laufen? Das zahle ich dir heim, das kann ich dir sagen. Das kriegst du zurück. Und zwar gesalzen und gepfeffert! Leg mich da am Arsch! Herr Böller? Ah ja, haben Sie Ihre Katze wiedergefunden? Nein. Moment, Herr Böller, ich wollte Sie noch etwas fragen. Ich war bei der Mutter Oberin und sie lässt Ihnen ausrichten... Wenn Sie mich sprechen wollen, machen Sie einen Termin mit Frau Laber, wie alle anderen auch, okay? Wie bitte? Mein Helm! Solange der seine Katze nicht wieder hat, würde ich an Ihrer Stelle einen großen Bogen um ihn machen. Frau Labern meint, der Huber hat sie. Ach was, der hat ihm nur eins auswischen wollen. Nur eins auswischen? Ja, okay. Männer. Wie die Kinder. Eine CD. Wir? Ja, wenn wir jeden Tag nach der Abendandacht 2 Stunden üben, dann kriegen wir das locker hin. Das wäre der Hammer. Und was meint Schwester Lotte dazu? Ach, die kriegen wir rum. Wie wär's denn mit Maria durch den Dornwald ging? Na, 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 na. Sehr schön. Weißt du, was noch besser ist? Schönster Herr Jesu. Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren, Gottes und Mariens Sohn. Dich will ich lieben, dich will ich ehren, meiner Seele freuen und Kron. Alle die Schönheit Himmels und der Erde ist erfasst in dir allein. Keiner soll immer lieber mir werden, als du liebster jeden Mann. Schön ist das Mondlicht, schön ist die Sonne, schön der Sterne große Zahl. Jesus ist feiner, Jesus ist feiner. Ist Herr Schrader auf seinem Zimmer? Ja. Dann hol ihn mir doch bitte. Schwester Lotte? Also, wir haben es überlegt. Wir sollten das unbedingt machen, das mit der CD. Jesus ist reiner, Jesus ist reiner als die Engel. Herr Schrader? Herr Schrader? Mist! Hast du die Adresse?
Hier, Schrader, Schrader, Christine, Rätselweg 9. Wo ist denn das? Hinter der Ziringer Straße, links ab bei der Ampel. Soll ich mitkommen? Nein! Oh, Herr, Herr, lass mich nicht zu spät sein. Ich will ja in deinem Sinne handeln. Und ich will für den Nächsten da sein, wenn er in der Klemme sitzt. Also bitte, lass mich nicht im Stich. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass er für... Herr Schrader, machen Sie bitte keine Dummheit. Was? Ach so, nein. Was denken Sie denn? Christine. Was willst du? Reden. Aber allein. Nur 2 Minuten, dann bin ich weg. Passen Sie auf die Kinder auf. Ich habe Ihnen Eis versprochen. Schwester Lotte, wer bist du? Ich bin die Lena. Hallo Lena. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht wirklich geglaubt, dass du auf mich warten würdest. Kein einziges Mal hast du mich besucht. Keinen Brief geschrieben. Aber im Gefängnis, da braucht man was, woran man glauben kann. Setzt euch dann wieder an den Tisch. Jede Nacht habe ich auf dein Bild gestarrt, von einem besseren Leben geträumt. Mit dir. Mein Platz ist hier bei meiner Familie. Ich weiß. Aber es ist verdammt schwer, loszulassen. Dann weißt du ja, wo du mich findest. In Sainte-Marie de la Mer. Genau. Kann ich jetzt die Axt wieder haben? Bitte. Geben Sie sie ihm nur. Es war die ganze Zeit schon hier versteckt. Irgendwo da oben.
Wenn Sie mich jetzt noch zum Bahnhof fahren würden, das wäre wundervoll. Von mir aus. Ja, seid schön lieb zu eurer Mama, klar? Und noch einen schönen Gruß an deinen Lebensgefährten. Vielleicht ladet ihr mich ja zu eurer Hochzeit ein. Was? Es tut mir leid, dass du auf so eine Flasche wie mich reingefallen bist. Mach's diesmal besser. Tschüss, Clara. Lena. Naja, Lena. Also das Geld sollten Sie aber Ihrem Chef zurückgeben. Ja, wie denn? Der sitzt inzwischen selber im Gefängnis. Wegen seinen dubiosen Geschäften. Nein, nein, das hat mich zu viel gekostet. 5 Jahre und meine Ehe. Ja, was ist jetzt? Das Fahrrad. Also wirklich, Herr Schrader. Das gehört Ihnen? Ja. Das habe ich geklaut? Ja. Ja. Herr Meier. Aha. Hier ist ja das Corpus Delicti. Welches Corpus Delicti? Na da, das Fahrrad. Ihre Schwester Sophie hat bei uns angerufen und es als gestohlen gemeldet. Ein Herr Schrader hätte es entwendet. Nein, nein, Herr Meier, das sehen Sie völlig falsch. Herr Schrader hat sich das Fahrrad nur ausgeliehen. Nicht wahr? Ja. So. Aber es ist gut, dass Sie da sind. Herr Schrader wollte Ihnen nämlich etwas geben. Schwester, bitte. Er ist heute aus dem Gefängnis entlassen worden und er möchte ein neues Leben beginnen. Aber bevor er das tut, will er reinen Tisch machen. Nicht wahr? Entschuldigung. Ich hab doch sonst nichts mehr. Oh doch. Ein reines Gewissen. Bitte. Danke. Heiliger Strohsack. Es ist ja mindestens 1 Million. Woher kommt das Geld? Das erzähle ich Ihnen irgendwann mal. Vielleicht. Wir müssen. Halt eine neue Katze. Aus dem Tierheim. Ja, du. Bist du, Erika? Wolfgang! Herrschaftszeiten! Entschuldigen Sie. Könnte es sein, dass diese Katze Ihnen zugelaufen ist? Wieso? Es ist meine. Ah ja. Sind Sie sicher? Weil wenn nicht, dann... Also, ich kenne jemanden, der würde 1.000 Euro bezahlen, wenn er seine Katze wieder haben könnte. 1.000 Euro? Die kleinen Scheine? Also, ich habe sie gerettet. Die hat einen im Wagen gelassen. Bei dieser Hitze. Und Schwester, das Fenster, nur einen kleinen Spalt aufgelassen. Vorm Ochsen? Ja. Na, dann kommen Sie mal. Hallo, Mausi. Müller? Hermann Huber? Kenn ich nicht.
Nie gehört. Ja, wo warst du denn? Wie kannst du das deinem Herrchen antun? Du hast sicher Hunger. Moment, ich krieg doch den Finderlohn. Was? 1.000 Euro in kleinen Scheinen. In einem solchen Augenblick können Sie an Geld denken? Haben Sie denn überhaupt kein Herz? Das ist ja nicht für mich, sondern für den Herrn da, der Sie gefunden hat da draußen. Ja, soll reinkommen, Sie auch. Wir trinken was zusammen. Ich an Ihrer Stelle würde ihm nicht sagen, dass Sie seine Katze sozusagen aus seinem Auto entwendet haben. Ich hätte Angst um meinen Finderlohn. Alles klar, Schwester. Hm? Schwester? Ja? Vergelt's Gott. Versaufen Sie nicht alles. Ja, was ist jetzt, Schwester? Kriege ich jetzt das Bier? Frau Labern. Ja, Schwester Lotte. Herr Wöller ist nicht da. Seit seine Katze verschwunden ist, ist er völlig hinüber. Das wundert mich, aber er passt doch auf Sie auf wie auf seinen Augapfel. Er hat sie gestern zum Ochsen mitgenommen und im Auto gelassen. Oh Gott, auch das noch. Das Gutachten vom Denkmalamt. Können Sie mal aufmachen? Sind über 60% der Baustruktur einsturzgefährdet und zur derzeitigen Nutzung untauglich, wie aus den beiliegenden bautechnischen und statischen Unterlagen hervorgeht. Ich hole uns erstmal einen Kaffee. Das ist doch das Letzte. Über 60%. Unser Kloster besteht seit über 500 Jahren und wird auch weiterhin bestehen. Ich muss das der Mutter Oberin zeigen. Darf ich eine Kopie machen? Ja, sicher. Unglaublich, nicht? Was soll ich dazu sagen? Wöller möchte sein Kongresszentrum und der Huber sitzt ihm im Nacken. Ich wollte ja schon lange ein Gegengutachten machen lassen, aber die Mutter Oberin meint, sie möchte noch abwarten. Meinen Sie... Meinen Sie, dass Sie das Gutachten eine Woche verlegen könnten? Also unterschlagen kann ich es nicht. Aber ich könnte es ja ganz unten in seinen Eingangskorb legen. Er hat seit Tagen schon keine Post mehr gelesen. Sehr gut. Sie sind ein Engel, Frau Labern. Man tut, was man kann. Als Bürger dieser unserer Gemeinde kann ich von der Polizei erwarten, dass sie aktiv wird, wenn ich eine Vermisstenanzeige aufgebe. Selbstverständlich. Aber nur, wenn es sich um vermisste Personen handelt. Für entlaufene Katzen, Hunde und Kanarienvögel sind wir leider nicht zuständig. Mausi ist nicht entlaufen. Ja, es besteht der Verdacht, dass sie entführt worden ist. Gekidnappt? Also, Herr Wöller. Ja, wie sonst kann sie aus meinem Wagen verschwinden? Ich habe hinten das Fenster so einen ganz kleinen Spalt aufgelassen, damit sie frische Luft kriegt. Na schön. Wäre ich eben andere Dienstgrade in Ihrem Laden bemühen müssen. Bitte, wenn Sie sich unbedingt lächerlich machen wollen. Aber unser Chef ist auf Schulung in München und ich muss jetzt los. Ich hab deine Katze.
Was? Wenn ich nicht innerhalb von 24 Stunden eine verbindliche Zusage des Gemeinderates darüber erhalte, dass das Kongresszentrum gebaut wird und ich den Auftrag erhalte, dann... Hast du sie noch alle? Und solltest du hier mit der Polizei auftauchen, kann ich dir sagen, weiß ich von nichts. Und du wirst deinen Liebling nie wiedersehen. Dann landet Mausi nämlich in irgendeiner Betonmischmaschine auf immer und ewig. Hermann! Ich hab die Schnauze voll, Wolfgang. Und ehe meine Firma hops geht, lasse ich die ganze Sache auffliegen. Und so schnell kannst du gar nicht laufen, dass du von dem Dreck, der dann hochgeht, nichts mitkriegst. Ende. Hermann! Herr Wöller? Geht nicht jetzt. Ich wollte Ihnen einen Deal vorschlagen bezüglich des Denkmalamtes. Was? Wenn Sie unseren Antrag unterstützen würden, dass wir erst in ein, zwei Jahren unser Kloster... Kommt überhaupt nicht in Frage. ...renovieren, dann würde ich Ihnen auch helfen, Ihre Katze wiederzufinden. Sorry. Ich habe Mausi schon gefunden. Sie stehen im Wege. Wie? Also, bis heute Abend. Ja, ich dich auch. Unterlagen der letzten paar Jahre, bis auf die Klostergeistproduktion und die Wochenendseminare, die machen wir drüben auf dem Computer. Was? Geht's Ihnen nicht gut? Entschuldigen Sie, darf ich mich hinsetzen? Ja, sicher. Wollen Sie einen Klostergeist? Ja. Also Ihnen kann ich das sagen. Ich habe gerade erfahren, dass mein Mann heute aus dem Gefängnis entlassen wird. Oh. 7 Jahre hat er gekriegt. Wegen Steuerhinterziehung. Und weil er nicht verraten wollte, wo er das Geld versteckt hat. Jetzt haben sie ihm 2 Jahre erlassen, wegen guter Führung. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Jeder Mensch hat das Recht auf eine zweite Chance, oder? Ich habe inzwischen meine Kanzlei hier aufgebaut in Kaltental. Und Sie wissen ja, wie das so ist in einem Dorf. Das geht rum wie ein Lauffeuer. Dazu kommt, dass ich einen neuen Partner gefunden habe. Er ist Filialleiter bei der Sparkasse hier. Und wir haben 2 Kinder. Und Ihr Mann weiß nichts davon. Das ist in der Tat eine schwierige Situation. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wann wird er entlassen? Heute, um 12 in München. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich hingehen soll. Wenn ich ihm das alles sage, dann... Oh Gott. Ich an Ihrer Stelle würde es ihm gleich sagen. Es kommt ja sowieso heraus. Können Sie nicht mitkommen? Vielleicht wird es dann nicht ganz so schlimm. Ich? Ja. Na gut. Ich muss eh nach München. Wir können uns vor dem Gefängnis treffen. Also, das wäre... Danke. Danke, Schwester. Bitte, bitte. Kommen Sie denn damit klar? Ich glaube, hier blicke ich schon durch. Ich muss noch mal schnell ins Rathaus. Nur zum Verständnis für das Gespräch nachher. Sie haben doch vor, den Vater Ihrer Kinder zu heiraten, oder? Ja, natürlich. Bis jetzt war ich zu feig, die Scheidung einzureichen. Und Horst kann unglaublich jähzornig sein. Ich habe gedacht, ich habe noch 2 Jahre Zeit. Wir wollten woanders hinziehen und ein neues Leben anfangen mit den Kindern. Mein Gott, ist das ein Durcheinander. Wir kriegen das schon hin. Jähzornig. Schwester? Ja. Kann ich auch drinnen ein paar Aufnahmen machen? Ja, aber nur unten, nicht oben in der Klausur. Alles klar. Und noch eine kleine Frage. Vorhin in der Kapelle, Ihr Gesang. Ja. Naja, Ihre Stimmen und das schlichte Harmonium dazu, irgendwie sehr anrührend. Danke. Haben Sie denn schon mal daran gedacht, das aufzunehmen? Als CD, meine ich? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Sagen Sie das nicht. Ich habe mal eine CD gehört von irischen Nonnen. Die war auch ganz simpel, aber sehr gefühlvoll.
Die Leute mögen sowas. Und wir brauchen sowieso passende Musik für unseren Film. Da ginge das in einem Aufwasch. Nein. Warum nicht? Sie haben noch nichts zu verlieren. Doch, unseren guten Ruf. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Wo Mausi ist? Lass mich mit dem Bürgermeister mal kurz alleine. Wieso? Der kann ruhig hören, was ich dir zu sagen habe. Du Unmensch. Was sage ich denn? Das trifft er für dich gar nicht zu, Mensch. Und hier. Anstatt hier so rumzubrüllen und den Affen zu machen, da solltest du lieber sehen, dass wir den Auftrag an Land ziehen. Wo ist meine Katze? An einem sicheren Ort. Und da bleibt sie auch. Bis die Nonnen aus dem Kloster ausgezogen sind. Du hast die Katze gar nicht. Gib's zu. Wenn du möchtest, kann ich ihr ein Ohr abschneiden oder den Schwanz. Dann kann ich sie dir schicken. Jeden Tag ein kleines Stück. Ich habe ein Foto von ihr. Da. Mit der Zeitung von gestern. Du kannst sogar das Datum darauf erkennen. Das ist nicht Mausi. Kauf dir doch eine neue, wenn du deine eigene Katze nicht erkennst. Und Mensch. Wieso? Die ist doch zufrieden. Gestern hat sie ein Riesenstück Leber verputzt. Hermann, bitte. Nein, Wolfgang. Das Gutachten vom Denkmalamt muss jeden Tag eintreffen. Damit hältst du mich doch seit Wochen hin. Und wenn es drauf ankommt, dann ziehen dich die Rechtsverdächtigen aus München sowieso wieder über den Tisch. Dagegen kommen die nicht an. Das hat der Pfister mir in die Hand versprochen. Bitte. Erst den Auftrag. Gut. Ich kann noch anders. Ich auch. Ich kann dir zum Beispiel dein geliebtes Tierchen hier portionsweise mit der Post nach Hause schicken lassen. Das wirst du noch bereuen. Du bist mir vielleicht einer. Dem Wöller hilfst du. Mir schickst du eine Plage nach der anderen. Dabei hättest du gut laufen können. Wir dürfen unseren Klostergeist wieder verkaufen. Und die Einnahmen aus dem Roman von Schwester Hildegard läppern sich. Dazu die Filmrechte. Und wenn wir jetzt noch eine CD machen und du vielleicht ein bisschen mithelfen könntest, dann... Dann haben wir doch die Unkosten für die Renovierung drin. Zumindest für die wichtigen Reparaturen. Was meinst du? Ja, ich weiß. Wir müssen noch ein bisschen üben. Aber wir könnten ja unser Repertoire erweitern. Zum Beispiel eine CD mit Weihnachtsliedern. Zu deinem Geburtstag? Oder eine CD mit Marienliedern? Hm? Ja. Ich weiß Bescheidenheit. Dann bring mich jetzt bitte heil nach München. Und steh mir bei, wenn ich mit Frau Schrader ihren Mann aus dem Gefängnis abhole. Ja, Schatz, hör zu. Fahr doch schnell mal in eine Apotheke und besorg mir so ein Katzenfell, was die gegen Rheuma verkaufen. Weißt du, es muss aber ein rot-weiß gestreiftes sein. Nein, ich hab keinen Rheuma, jetzt frag nicht, sondern gib Gas und hol eins, ja? Mehr Stern, ich dich grüße, O Maria, hilf, Gottes Mutter süße, O Maria, hilf, Maria, hilf uns allen aus unserer tiefen Not. Rosen ohne Dornen, O Maria, hilf. Ah, das sind Sie also, die heiligen Hallen. Und das ist der berühmte Klostergeist. Ja, möchten Sie mal probieren? Ja, sehr gerne. Bitte. Dankeschön. Und? Puh.
hervorragend. Man kann ihn auch zum Einreiben benutzen, bei Muskelschmerzen oder Muskelkater. Und als Rasierwasser? Wenn Sie Ihr Rasierwasser innerlich anwenden, schon. Also so tief bin ich noch nicht gesunken, aber kann ich so eine Kiste haben? Natürlich. Wir verkaufen den Schnaps, um damit die Renovierung hinzukriegen. Renovierung? Ja. Klingt ziemlich kostspielig. Dann verstehe ich nicht, warum Schwester Lotte nicht die Platte machen will. Welche Platte? Na, mit Ihnen und den Liedern, die Sie in der Kapelle immer singen. Wir? In die Hitparade werden Sie nicht kommen, aber ein paar Tausend pro Jahr kriegen Sie bestimmt unter die Leute. Oder mehr, mit ein bisschen Werbung. Entschuldigung, ich bin soweit. Die Ordner nehme ich mit. Würden Sie bitte Schwester Lotte ausrichten, sie kann mich auf meinem Handy anrufen. Die Nummer habe ich ans Telefon geklebt. Wiedersehen. Wiedersehen. Mach ich. Und sind Sie zufrieden mit unserer Buchführung? Ja, alles prima. Nur, Sie haben in den letzten Jahren zu viel Steuern bezahlt. Aber die hole ich Ihnen wieder raus. Ist jemand gestorben? Wie bitte? Wegen der vielen Blumen. Grüß Gott, ehrwürdige Mutter. Die sind von einem Verehrer von Schwester Hildegard. Wir können die armen Pflanzen doch nicht wegwerfen. Grüß Gott, Schwester Lotte. Wie sind Sie eigentlich mit der Steuerberaterin zufrieden? Ach, das weiß ich nicht. Frau Schrader hat eine Menge Probleme. Wieso? Ihr Mann wird heute aus dem Gefängnis entlassen. Gefängnis? Er saß 5 Jahre wegen Steuerhinterziehung. Ich war zufällig im Rathaus, als das hier ankam. Und Frau Laban hat es mir netterweise kopiert. Gefängnis, Unterschlagung. Wen hat mir Bischof Rossbauer da wieder empfohlen? Einen seiner Sozialfälle? Nein, die Frau hat damit überhaupt nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, sie möchte sich von ihrem Mann scheiden lassen. Denn sie hat mittlerweile mit einem anderen Mann 2 Kinder. Die behaupten, dass 60% der gesamten Klosteranlage einsturzgefährdet ist und nicht mehr bewohnbar. Moment, ich möchte mir selbst eine Meinung bilden. Bitte. Also werden wir doch ein Gegengutachten in Auftrag geben müssen. Für das Geld kann ich uns an der Riviera ein Grundstück mit Meerblick kaufen und ein neues Kloster bauen. Aber setzen Sie sich doch. Nein, nein, ich kann ja leider nicht bleiben. Ich muss zum Gefängnis fahren. Ach so, ja. Richten Sie dem Herrn Bürgermeister einen schönen Gruß von mir aus und teilen Sie ihm mit, dass ich den Kurator der Münchner Liebfrauenkirche, Professor Dr. Dr. Hänfling, für das Projekt gewinnen konnte. Ich hoffe, dass ihm das den Spaß gründlich verderben wird. Danke. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Bitte, Schwester Lotte, Sie müssen mir unbedingt helfen, diesen Wahnsinnigen zu stoppen. Schwester Hildegard, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Gibt es denn nicht irgendein Gesetz gegen Belästigung mit Blumen? Nicht, dass ich wüsste. Also dann, mach's. Herr Schrader? Grüß Gott, ich bin die Schwester Lotte aus Kloster Kaltental. Grüß Gott. Hallo, Horst. Hallo. Das ist eine Überraschung. Wir müssen miteinander reden. Und allein hast dich nicht getraut. Ja, es gibt ein paar Probleme, die Sie miteinander klären sollten. Ja, hier. Gehen wir doch da runter. Wieso gehen wir nicht heim? Horst, ich habe inzwischen eine gutgehende Steuerkanzlei hier. Ja, und? Ach, und da passt dir ein Mann nicht, der im Knast war. Wegen Steuerhinterziehung. Bin nicht wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden, sondern wegen Unterschlagung von Steuergeldern.
Hallo? Nein, ich bin im Kloster. Aber ich schätze, es wird nicht länger als 2 Stunden dauern. Wie mir Herr Wöller heute mitgeteilt hat, erwartet er das Gutachten vom Denkmalamt. Es hat lange genug gedauert und ich befürchte, dass sich die Herren alle Mühe gegeben haben, zu beweisen, dass unser Kloster Kaltental von Grund auf sanierungsbedürftig ist. Ich möchte euch bitten, in einem stillen Gebet den Herrn um die Geduld und die Kraft zu bitten, dass wir auch diese schwere Prüfung bestehen können. Falls Sie zu den Nonnen wollen, die sind noch in der Kapelle. Ja, ich bin um 8 Uhr verabredet. Ich müsste nur mal kurz mit einer gewissen Schwester Lotte reden. Dauert nicht lang. Ich auch. Welche ist es denn? Keine Ahnung. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie sind Frau Schrader. Und Sie sind sicher Schwester Lotte. Ja, die Mutter Oberin hat sie mir schon angekündigt. Ach, Sophie, könntest du bitte die Frau Schrader ins Büro rüberbringen? Ich komme dann gleich nach. Ja, bitte hier lang. Grüß Gott. Max Stürmlinger. Schwester Hildegard meinte, ich könnte mich hier ruhig mal umschauen. Ah, Sie sind der Film... Produzent, genau. Wir haben die Rechte am Tagebuch einer Nonne erworben und sind auf Motivsuche. Aber der Film spielt doch in Frankfurt. Ach, wissen Sie, bei Romanverfilmung spielt das keine Rolle. Ja, dann sehen Sie sich doch einfach mal um. Ich habe leider noch zu tun. Kein Problem. Aber nach meiner Besichtigung darf ich Sie vielleicht noch mal stören? Ja. Wer ist denn die Dame? Die Frau Schrader, die Steuerberaterin, die wir von der Mutter Oberin bekommen haben. Und wieso? Das haben wir doch auch immer ganz locker hingekriegt. Vielleicht zu locker für die Mutter Oberin. Die immer. Was? Heute? Und wieso erfährt man sowas nicht früher? Ich weiß überhaupt nicht, ob ich es schaffe, bis 12 in München zu sein. Naja, im Zweifelsfall wird es sich schon melden. Du, ich muss jetzt Schluss machen. Ich habe einen Termin. Sieht fast so aus wie im Gefängnis. Ich möchte Sie bitten, hier zu bleiben und keine Extratouren zu veranstalten. Kann ich Sie kurz sprechen, Schwester Lotte? Ja, sicher, aber nachher. Ich habe noch was zu tun. Zeig doch bitte dem Herrn Schrader eines unserer Gästezimmer. Er wird für einige Tage unser Gast sein. Na dann. Schwester Julia. Grüß Gott. Von Zelle zu Zelle. Jetzt? Ist das Gutachten da? Ja, aber die Mutter Oberin wird es sicherlich abschmettern können. Wir werden ein Gegengutachten machen. Ach ja, der Herr, den Julia oben einquartiert hat, der wird ein paar Tage bei uns bleiben. Wer? Der Mann von Frau Schrader. Wieso? Warum bleibt er nicht zu Hause bei seiner Frau? Ach, Agnes, sei doch nicht immer so schrecklich kompliziert. Tu doch einfach, was ich dir sage, wenn er herunterkommen sollte. Dann biete ihm Kaffee und Kuchen an und sorge dafür, dass er hier so lange bleibt, bis ich wieder da bin. Ja? Ja. Lotte, wir haben gar keinen Kuchen. Dann backe ich eben ein. Ja. Der Kräutertee gemacht, zu beruhigen. Ihr tut alle so, als wäre ich todkrank. Dabei bin ich nur schwanger. Eben. Du musst dich schonen. Ich habe auch Musik mitgebracht. Ich habe nämlich gelesen, dass Musik auf Babys sehr beruhigend wirkt, vor allem Mozart. Und du findest nicht, dass du etwas übertreibst? Hey, ich werde Tante. Das bin ich meiner Nichte schuldig. Oder Neffen. Sophie! Ja? Ich muss los. Wachhund spielen für Herrn Schrader. Wer ist Herr Schrader? Das ist zu aufregend für dich. Guten Appetit euch zwei. Ja.
nicht weiter oder haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Hubert, ich bin sicher, wir können das auch ohne Formalitäten aufklären. Wo ist meine Katze? Bei dir daheim ist sie nicht. Was, du warst bei mir zu Hause mit der Polizei? Deine neue Freundin hat uns reingelassen. Also haben Sie die Katze vom Herrn Bürgermeister oder nicht? Nein, und zum hundertsten Mal nein! Nehmen Sie diesen Irren fest, das ist Hausfriedensbruch! Herr Böller? Und was ist das hier? Ha? Kleiner Scherz. Gute Freundin. Deine scheiß Katze! Und er hat ein Foto von ihr. Los, zeig's ihm. Hier. Yeah. Aber das ist nicht Mausi, das ist Tarzan. Ja, die gehört der Tochter meiner Putzfrau. Was? Ja, die Viecher sehen alle gleich aus. Das ist nicht Mausi? Nein, das ist nicht Mausi, ehrlich. Tja, Herr Böller, so oder so ähnlich soll auch das Hornberger Schießen ausgegangen sein. Aber falls das ein Scherz gewesen sein soll, ich kann darüber nicht lachen. Aber vielleicht mein Chef, wenn er ein detailliertes Protokoll zu lesen kriegt. Wollen Sie mit oder wollen Sie laufen? Das zahle ich dir heim. Das kann ich dir sagen. Das kriegst du zurück. Und zwar gesalzen und gepfeffert! Leg mich da am Arsch! Herr Böller? Ah ja, haben Sie Ihre Katze wiedergefunden? Nein. Moment, Herr Böller, ich wollte Sie noch etwas fragen. Ich war bei der Mutter Oberin und sie lässt Ihnen ausrichten... Wenn Sie mich sprechen wollen, machen Sie einen Termin mit Frau Laber, wie alle anderen auch, okay? Wie bitte? Mein Helm! Solange der seine Katze nicht wieder hat, würde ich an Ihrer Stelle einen großen Bogen um ihn machen. Frau Laber meint, der Huber hat sie... Ach was, der hat ihm nur eins auswischen wollen. Nur eins auswischen? Ja, okay. Männer. Wie die Kinder. Eine CD. Wir? Ja, wenn wir jeden Tag nach der Abendandacht 2 Stunden üben, dann kriegen wir das locker hin. Das wäre der Hammer. Und was meint Schwester Lotte dazu? Ach, die kriegen wir rum. Wie wär's denn mit... Maria durch den Dornwald ging. Na, 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 na. Sehr schön. Weißt du, was noch besser ist? Schönster Herr Jesu. Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren, Gottes und Mariens Sohn. Dich will ich lieben, dich will ich ehren, meiner Seele Freud und Thron. Alle die Schönheit Himmels und der Erden siehst erfasst in dir allein. Keiner soll immer lieber mir werden als du, liebster Jesu mein. Schön ist das Mondlicht, schön ist die Sonne, schön der Sterne. Jesus ist feiner, Jesus ist... Ist Herr Schrader auf seinem Zimmer? Ja. Dann hol ihn mir doch bitte. Schwester Lotte? Also, wir haben es überlegt. Wir sollten das unbedingt machen, das mit der CD. Jesus ist feiner, Jesus ist feiner als die Engel. Geh schon durch. Ich muss noch mal schnell ins Rathaus. Nur zum Verständnis für das Gespräch nachher. Sie haben doch vor, den Vater Ihrer Kinder zu heiraten, oder? Ja, natürlich. Bis jetzt war ich zu feig, die Scheidung einzureichen. Und Horst kann unglaublich jähzornig sein. Ich habe gedacht, ich habe noch 2 Jahre Zeit. Wir wollten woanders hinziehen und ein neues Leben anfangen mit den Kindern. Mein Gott, ist das ein Durcheinander. Wir kriegen das schon hin. Hm? Schwester? Ja? Kann ich auch drinnen ein paar Aufnahmen machen? Ja,
aber nur unten, nicht oben in der Klausur. Alles klar. Und noch eine kleine Frage. Vorhin in der Kapelle, Ihr Gesang. Ja? Naja, Ihre Stimmen und das schlichte Harmonium dazu, irgendwie sehr anrührend. Danke. Haben Sie denn schon mal daran gedacht, das aufzunehmen? Als CD, meine ich? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Sagen Sie das nicht. Ich habe mal eine CD gehört von irischen Nonnen. Die war auch ganz simpel, aber sehr gefühlvoll. Die Leute mögen sowas. Und wir brauchen sowieso passende Musik für unseren Film. Da ginge das in einem Aufwasch. Nein. Warum nicht? Sie haben noch nichts zu verlieren. Doch, unseren guten Ruf. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Oje, oje. Ja? Grüß Gott, Frau Labern. Ja, Schwester Lotte. Herr Wöller ist nicht da. Seit seine Katze verschwunden ist, ist er völlig hinüber. Das wundert mich, aber er passt doch auf Sie auf wie auf seinen Augapfel. Er hat Sie gestern zum Ochsen mitgenommen und im Auto gelassen. Oh Gott, auch das noch. Das Gutachten vom Denkmalamt. Können Sie mal aufmachen? Sehr geehrter Herr Wöller, Gutachten sind über 60% der Baustruktur einsturzgefährdet und zur derzeitigen Nutzung untauglich, wie aus den beiliegenden bautechnischen und statischen Unterlagen hervorgeht. Ich hole uns erstmal einen Kaffee. Das ist doch das Letzte. Über 60%. Unser Kloster besteht seit über 500 Jahren und wird auch weiterhin bestehen. Ich muss das der Mutter Oberin zeigen. Darf ich eine Kopie machen? Ja, sicher. Unglaublich, nicht? Was soll ich dazu sagen? Wöller möchte sein Kongresszentrum und der Huber sitzt ihm im Nacken. Ich wollte ja schon lange ein Gegengutachten machen lassen, aber die Mutter Oberin meint, sie möchte noch abwarten. Meinen Sie... Meinen Sie, dass Sie das Gutachten eine Woche verlegen könnten? Also unterschlagen kann ich es nicht. Aber ich könnte es ja ganz unten in seinen Eingangskorb legen. Er hat seit Tagen schon keine Post mehr gelesen. Sehr gut. Sie sind ein Engel, Frau Labern. Man tut, was man kann. Als Bürger dieser unserer Gemeinde kann ich von der Polizei erwarten, dass sie aktiv wird, wenn ich eine Vermisstenanzeige aufgebe. Selbstverständlich. Aber nur, wenn es sich um vermisste Personen handelt. Für entlaufene Katzen, Hunde und Kanarienvögel sind wir leider nicht zuständig. Mausi ist nicht entlaufen. Ja, es besteht der Verdacht, dass sie entführt worden ist. Gekidnappt? Also, Herr Wöller. Ja, wie sonst kann sie aus meinem Wagen verschwinden? Ich habe hinten das Fenster und einen ganz kleinen Spalt aufgelassen, damit sie frische Luft kriegt. Na schön. Hätte ich eben andere Dienstgrade in Ihrem Laden bemühen müssen. Bitte, wenn Sie sich unbedingt lächerlich machen wollen. Aber unser Chef ist auf Schulung in München und ich muss jetzt los. Ich hab deine Katze. Was? Wenn ich nicht innerhalb von 24 Stunden eine verbindliche Zusage des Gemeinderates darüber erhalte, dass das Kongresszentrum gebaut wird und ich den Auftrag erhalte, dann... Hast du sie noch alle? Und solltest du hier mit der Polizei auftauchen, kann ich dir sagen, weiß ich von nichts. Und du wirst deinen Liebling nie wiedersehen. Dann landet Mausi nämlich in irgendeiner Betonmischmaschine auf immer und ewig. Hermann! Ich hab die Schnauze voll, Wolfgang. Und ehe meine Firma hops geht, lasse ich die ganze Sache auffliegen. Und so schnell kannst du gar nicht laufen, dass du von dem Dreck, der dann hochgeht, nichts mitkriegst. Ende. Herma. Herr Wöller? Geht nicht jetzt. Ich wollte Ihnen einen Deal vorschlagen bezüglich des Denkmalamtes. Was? Wenn Sie unseren Antrag unterstützen würden, dass wir erst in ein, zwei Jahren unser Kloster... Kommt überhaupt nicht in Frage. Renovieren... Dann würde ich Ihnen auch helfen, Ihre Katze wiederzufinden. Sorry. Ich habe Mausi schon gefunden. Sie stehen im Wege.
Wie? Wo Mausi ist? Lass mich mit dem Bürgermeister mal kurz alleine. Wieso? Der kann ruhig hören, was ich dir zu sagen habe. Du Unmensch. Was sage ich denn? Das trifft er für dich gar nicht zu, Mensch. Und hier. Anstatt hier so rumzubrüllen und den Affen zu machen, da solltest du lieber sehen, dass wir den Auftrag an Land ziehen. Wo ist meine Katze? An einem sicheren Ort. Und da bleibt sie auch. Bis die Nonnen aus dem Kloster ausgezogen sind. Nicht irgendein Gesetz gegen Belästigung mit Blumen? Nicht, dass ich wüsste! Herr Schrader? Grüß Gott, ich bin die Schwester Lotte aus Kloster Kaltental. Grüß Gott. Hallo, Horst. Hallo. Das ist eine Überraschung. Wir müssen miteinander reden. Und allein hast du dich nicht getraut. Ja, es gibt ein paar Probleme, die Sie miteinander klären sollten. Ja, hier. Gehen wir doch da runter. Wieso gehen wir nicht heim? Horst, ich habe inzwischen eine gutgehende Steuerkanzlei hier. Ja, und? Ach, und da passt dir ein Mann nicht, der im Knast war. Wegen Steuerhinterziehung. Bin nicht wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden, sondern wegen Unterschlagung von Steuergeldern, die mein Chef am Finanzamt vorbeigeschleust hat. Aber dich haben sie erwischt. Moment, Moment, das ist ja nicht das einzige Problem. Frau Schrader hat mittlerweile einen neuen Lebenspartner. Horst, ich habe 2 Kinder. Jetzt brauche ich ein Bier. Ein Weißbier. Mit Glas. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und wie haben Sie sich das vorgestellt? Zum Beispiel eine Pension kaufen. In Südfrankreich, in Sainte-Marie de la Mer. Von dem unterschlagenen Geld? Ich habe einem Dieb das Geld gestohlen. Aber das Geld ist nichts mehr wert. Wir haben jetzt Euro. Euro? Ich war zwar dumm genug, mich erwischen zu lassen, aber so dumm nun doch nicht. Ich habe das Geld in Dollar getauscht. Horst, ich möchte mich scheiden lassen. Bitte. Aber erst möchte ich den Herrn sehen, der jetzt in meinem Bett schläft. Herr Schrader. Das ist auch mein Haus. Wir haben es zusammen abgestattet. Oder? Ich zahle dir das Geld zurück. Ganz bestimmt. Jetzt brauche ich einen Schnaps. Tja, wo soll ich jetzt hin? Ich würde vorschlagen, Sie kommen jetzt erst ein paar Tage zu uns ins Kloster, bis Sie sich wieder eingelebt haben. Vom Knast ins Kloster. Na, servus. Dir nicht gut? Du bist ja ganz blass. Mir ist nur ein bisschen schwindelig. Ich denke, es ist besser, ich schicke dich nach Hause und du legst dich hin. Kreislaufprobleme in der Schwangerschaft, die sind ganz normal. Aber du solltest dich schonen. Das geht schon wieder. Keine Widerrede. Ich sage in der Verwaltung Bescheid und du gehst und fragst Marie, ob sie dich schnell fahren kann. Den Rest der Post mache ich morgen. Hab sowieso jetzt keinen Kopf dafür.
Aber sobald das Einschreiben vom Denkmal ankommt, rufen Sie mich sofort an. Ja, ja. Ja, wo bleiben Sie denn, Mann? Also, wie ich gesagt habe, es geht um Kidnapping und Erpressung. Und Sie lassen mich stundenlang warten. Wenn Sie meinen Chef anrufen und er mich nach München zitiert, können Sie nichts anderes erwarten. Quatschen Sie keine Operetten, kommen Sie. Wohin? Ich habe Beweise. Und hören Sie auf, sich querzulegen. Ohr von Mausi und blutig ist es auch. Den Kerl bringe ich um, aber vorher schneide ich ihm auch alle Ohren ab. Das ist ein Stück gegerbtes Katzenfell, wie es meine Oma immer um ihre Rheumaknie wickelt. Was? Und Blut ist das auch nicht, sondern ganz ordinärer roter Filzstift. Also halten Sie Ihre Serienkiller-Fantasien bitte etwas im Zaum. Rheumafell, ja? Da erlaubt sich einer einen bösen Scherz mit Ihnen. Ihre Fahndungsfotos hängen ja überall. Und es gibt einige hier im Städtchen, die nicht gut auf Sie zu sprechen sind. Trotzdem, das ist ein Corpus Delicti und hier sind sicher Fingerabdrücke drauf. DNA. Fahren Sie los mit Blaulicht, Martinson. Also, wenn Sie bei mir mitwollen, dann setzen Sie den Helm auf, ja? Moment! Los! Ja! Hast du keinen Dienst? Oh, Felicitas hat mich nach Hause geschickt. Mein Kreislauf macht mir Probleme. Mhm. Oh Gott. Ist es arg schlimm? Was? Du musst dich sofort hinlegen. Komm, gib mir die Tasche. Sophie! Keine Widerrede. Du brauchst jetzt Ruhe. Jetzt hör aber mal auf. Damit ist nicht zu spaßen. Sag mal, haben wir eingelegte Gurken? Ja. Und Schokolade? Keine Ahnung. Du hast die Katze gar nicht. Gib's zu. Hm. Wenn du möchtest, kann ich ihr ein Ohr abschneiden oder den Schwanz. Dann kann ich sie dir schicken. Jeden Tag ein kleines Stück. Ich habe ein Foto von ihr. Da. Mit der Zeitung von gestern. Du kannst sogar das Datum darauf erkennen. Das ist nicht Mausi. Kauf dir doch eine neue, wenn du deine eigene Katze nicht erkennst. Du Unmensch. Wieso? Die ist doch zufrieden. Gestern hat sie ein Riesenstück Leber verputzt. Hermann, bitte. Nein, Wolfgang. Das Gutachten vom Denkmalamt muss jeden Tag eintreffen. Damit hältst du mich doch seit Wochen hin. Und wenn es drauf ankommt, dann ziehen dich die Rechtsverdächtigen aus München sowieso wieder über den Tisch. Dagegen kommen die nicht an. Das hat der Pfister mir in die Hand versprochen. Bitte. Erst den Auftrag. Gut. Ich kann doch anders. Ich auch. Ich kann dir zum Beispiel dein geliebtes Tierchen hier portionsweise mit der Post nach Hause schicken lassen. Das wirst du noch bereuen. Du bist mir vielleicht einer. Dem Wöller hilfst du. Mir schickst du eine Plage nach der anderen. Dabei hättest du gut laufen können. Wir dürfen unseren Klostergeist wieder verkaufen. Und die Einnahmen aus dem Roman von Schwester Hildegard läppern sich. Dazu die Filmrechte. Und wenn wir jetzt noch eine CD machen und du vielleicht ein bisschen mithelfen könntest, dann... Dann haben wir doch die Unkosten für die Renovierung drin. Zumindest für die wichtigen Reparaturen. Was meinst du? Ja, ich weiß. Wir müssen noch ein bisschen üben. Aber wir könnten ja unser Repertoire erweitern. Zum Beispiel eine CD mit Weihnachtsliedern. Zu deinem Geburtstag? Oder eine CD mit Marienliedern? Hm? Ja. Ich weiß Bescheidenheit. Dann bring mich jetzt bitte halt nach München. Und steh mir bei.
wenn ich mit Frau Schrader ihren Mann aus dem Gefängnis abhole. Ja, Schatz, hör zu. Fahr doch schnell mal in eine Apotheke und besorg mir so ein Katzenfell, was die gegen Rheuma verkaufen. Weißt du, es muss aber ein rot-weiß gestreiftes sein. Nein, ich hab keinen Rheuma, jetzt frag nicht, sondern gib Gas und hol eins, ja? Mehr Stern, ich dich grüße, O Maria, Gottes Mutter süße, O Maria, Maria, hilf uns allen aus unserer tiefen Not. Rosen ohne Dornen, O Maria, hilf. Ah, das sind Sie also, die heiligen Hallen. Und das ist der berühmte Klostergeist? Ja. Möchten Sie mal probieren? Ja, sehr gern. Moment. Bitte. Dankeschön. Und? Hervorragend. Man kann ihn auch zum Einreiben benutzen, bei Muskelschmerzen oder Muskelkater. Und als Rasierwasser? Wenn Sie Ihr Rasierwasser innerlich anwenden, schon. Also so tief bin ich noch nicht gesunken, aber kann ich so eine Kiste haben? Natürlich. Wir verkaufen den Schnaps, um damit die Renovierung hinzukriegen. Renovierung? Ja. Klingt ziemlich kostspielig. Dann verstehe ich nicht, warum Schwester Lotte nicht die Platte machen will. Welche Platte? Na, mit Ihnen und den Liedern, die Sie in der Kapelle immer singen. Wir? In die Hitparade werden Sie nicht kommen, aber ein paar Tausend pro Jahr kriegen Sie bestimmt unter die Leute. Oder mehr, mit ein bisschen Werbung. Entschuldigung, ich bin soweit. Die Ordner nehme ich mit. Würden Sie bitte Schwester Lotte ausrichten, sie kann mich auf meinem Handy anrufen. Die Nummer habe ich ans Telefon geklebt. Wiedersehen. Wiedersehen. Mach ich. Und... Sind Sie zufrieden mit unserer Buchführung? Ja, alles prima. Nur, Sie haben in den letzten Jahren zu viel Steuern bezahlt. Aber die hole ich Ihnen wieder raus. Ist jemand gestorben? Wie bitte? Wegen der vielen Blumen. Grüß Gott, ehrwürdige Mutter. Die sind von einem Verehrer von Schwester Hildegard. Wir können die armen Pflanzen doch nicht wegwerfen. Grüß Gott, Schwester Lotte. Wie sind Sie eigentlich mit der Steuerberaterin zufrieden? Ach, das weiß ich nicht. Frau Schrader hat eine Menge Probleme. Wieso? Ihr Mann wird heute aus dem Gefängnis entlassen. Gefängnis? Er saß 5 Jahre wegen Steuerhinterziehung. Ich war zufällig im Rathaus, als das hier ankam. Und Frau Laban hat es mir netterweise kopiert. Gefängnis, Unterschlagung. Wen hat mir Bischof Rossbauer da wieder empfohlen? Einen seiner Sozialfälle? Nein, die Frau hat damit überhaupt nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, sie möchte sich von ihrem Mann scheiden lassen. Denn sie hat mittlerweile mit einem anderen Mann 2 Kinder. Die behaupten, dass 60% der gesamten Klosteranlage einsturzgefährdet ist und nicht mehr bewohnbar. Moment, ich möchte mir selbst eine Meinung bilden. Bitte. Also werden wir doch ein Gegengutachten in Auftrag geben müssen. Für das Geld kann ich uns an der Riviera ein Grundstück mit Meerblick kaufen und ein neues Kloster bauen. Aber setzen Sie sich doch. Nein, nein, ich kann ja leider nicht bleiben. Ich muss zum Gefängnis fahren. Ach so, ja, 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 ja. Richten Sie dem Herrn Bürgermeister einen schönen Gruß von mir aus. Und teilen Sie ihm mit, dass ich den Kurator der Münchner Liebfrauenkirche, Professor Dr. Dr. Henfling, für das Projekt gewinnen konnte. Ich hoffe, dass ihm das den Spaß gründlich verderben wird. Danke. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Bitte, Schwester Lotte, Sie müssen mir unbedingt helfen, diesen Wahnsinnigen zu stoppen. Schwester Hildegard, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Gibt es den? Thank you.
Nein, ich bin im Kloster. Aber ich schätze, es wird nicht länger als 2 Stunden dauern. Wie mir Herr Wöller heute mitgeteilt hat, erwartet er das Gutachten vom Denkmalamt. Es hat lange genug gedauert und ich befürchte, dass sich die Herren alle Mühe gegeben haben, zu beweisen, dass unser Kloster Kaltental von Grund auf sanierungsbedürftig ist. Ich möchte euch bitten, in einem stillen Gebet den Herrn um die Geduld und die Kraft zu bitten, dass wir auch diese schwere Prüfung bestehen können. Falls Sie zu den Nonnen wollen, die sind noch in der Kapelle. Ja, ich bin um 8 Uhr verabredet. Ich müsste nur mal kurz mit einer gewissen Schwester Lotte reden. Dauert nicht lang. Ich auch. Welche ist es denn? Keine Ahnung. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie sind Frau Schrader. Und Sie sind sicher Schwester Lotte. Ja, die Mutter Oberin hat sie mir schon angekündigt. Ach, Sophie, könntest du bitte die Frau Schrader ins Büro rüberbringen? Ich komme dann gleich nach. Ja, bitte hier lang. Grüß Gott. Max Stürmlinger. Schwester Hildegard meinte, ich könnte mich hier ruhig mal umschauen. Ah, Sie sind der Film... Produzent. Genau. Wir haben die Rechte am Tagebuch einer Nonne erworben und sind auf Motivsuche. Aber der Film spielt doch in Frankfurt. Ach, wissen Sie, bei Romanverfilmungen spielt das keine Rolle. Ja, dann sehen Sie sich doch einfach mal um. Ich habe leider noch zu tun. Kein Problem. Aber nach meiner Besichtigung darf ich Sie vielleicht noch mal stören? Ja. Wer ist denn die Dame? Die Frau Schrader. Die Steuerberaterin, die wir von der Mutter Oberin bekommen haben. Und wieso? Das haben wir doch auch immer ganz locker hingekriegt. Vielleicht zu locker für die Mutter Oberin. Die immer. Was? Heute? Und wieso erfährt man sowas nicht früher? Ich weiß überhaupt nicht, ob ich es schaffe, bis 12 in München zu sein. Naja, im Zweifelsfall wird er sich schon melden. Du, ich muss jetzt Schluss machen. Ich habe einen Termin. Also, bis heute Abend. Ja, ich dich auch. Das sind die Unterlagen der letzten paar Jahre. Bis auf die Klostergeistproduktion und die Wochenendseminare, die machen wir drüben auf dem Computer. Was? Geht's Ihnen nicht gut? Entschuldigen Sie. Darf ich mich hinsetzen? Ja, sicher. Wollen Sie einen Klostergeist? Ja. Gut. Wohlbekommt's. Also Ihnen kann ich das sagen. Ich habe gerade erfahren, dass mein Mann heute erst im Gefängnis entlassen wird. Oh. 7 Jahre hat er gekriegt. Wegen Steuerhinterziehung. Und weil er nicht verraten wollte, wo er das Geld versteckt hat. Jetzt haben sie ihm 2 Jahre erlassen, wegen guter Führung. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Jeder Mensch hat das Recht auf eine zweite Chance, oder? Ich habe inzwischen meine Kanzlei hier aufgebaut in Kaltental. Und Sie wissen ja, wie das so ist in einem Dorf. Das geht rum wie ein Lauffeuer. Dazu kommt, dass ich einen neuen Partner gefunden habe. Er ist Filialleiter bei der Sparkasse hier. Und wir haben 2 Kinder. Und Ihr Mann weiß nichts davon. Das ist in der Tat eine schwierige Situation. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wann wird er entlassen? Heute, um 12 in München. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich hingehen soll. Wenn ich ihm das alles sage, dann... Oh Gott. Ich an Ihrer Stelle würde es ihm gleich sagen. Es kommt ja sowieso heraus. Können Sie nicht mitkommen? Vielleicht wird es dann nicht ganz so schlimm. Ich? Ja. Na gut. Ich muss eh nach München. Wir können uns vor dem Gefängnis treffen. Also, das wäre... Danke. Danke, Schwester. Bitte, bitte. Kommen Sie denn damit klar? Ich glaube, hier blickt...